Hallo, liebes B-Move-Team. Es ist ja ganz schön, dass ihr so sehr an eure Spieler denkt, aber gleich in zwei Spielen eine Episode rauszuhauen, ist für Let's Player wie mich ganz schön stressig. Deswegen gönne ich euch nun meine Reaktion an meine beste Freundin, als sie mich darüber informierte. Ja, wann soll ich das denn alles schaffen? Aber ich erwarte kein Mitleid, weiter geht's also heute auch mit Eldaria. Oh Gott. Deine zahlreichen Abenteuer in der Welt von Eldaria haben dich zu einer seltsamen Insel namens Memoria geführt. Und seitdem will sie dir einfach nicht mehr aus dem Kopf gehen. Ganz so, als ob es eine besondere Verbindung zwischen euch geben würde. Bevor du dich aber auf die Suche nach dem Geheimnis der Insel machen kannst, musst du erst noch einiges im Hauptquartier erledigen. Jupi! Wir gucken uns natürlich die Zusammenfassung der letzten Episode an, denn wir sind jetzt endlich mit den Franzosen gleich auf, was allerdings auch bedeutet, dass wir ziemlich lange gewartet haben. Und ich auch nicht mehr so ganz im Hinterkopf habe, was alles passiert ist, auch wenn ich die Episode erst im Dezember aufgenommen habe. Aber wir schauen uns selbstverständlich die Zusammenfassung an. Auf der Suche nach Marys Mörderin hast du den Ozean überquert, um zu einer äußerst geheimnisvollen Insel zu gelangen. Memoria. Obwohl dieser Ort zu Ehren der Göttin erbaut worden ist, die dir deine Familie genommen hat, hast du dort ungeahnte Kräfte entdeckt. Vor allem hast du einen deiner engsten Freunde aus einer misslichen Lage befreien können. Am Ende all dieser Ereignisse ist es dir gelungen, Mary Ann zu fangen, eine Entwicklung, mit der Twilda offensichtlich nicht gerechnet hatte. Richtig, genau, Twilda und Mary Ann werden ja nun aufeinandertreffen. Und ich hatte ja schon so ein paar Vermutungen in den Raum geschmissen, dass Twilda sich jetzt eventuell auf Mary Ann schmeißen wird, dass sie Mary Ann enthaupten wird oder nein. Zumindest, dass die Gute nicht wirklich lebendig von dannen ziehen kann. Das ist sie, nicht wahr? Sagtest mir. Ist sie das? Twilda, ich... Lasst sie mich sehen. Ich stellte mich zwischen die beiden, aber Twilda versuchte sich gewaltsam an mir vorbeizudrängen. Nein, das ist wirklich keine gute Idee. Ich will sie sehen. Ich muss sie sehen. Twilda, nein. Ich flehe euch an. Sie fing an, mich zu kratzen, um an mir vorbeizukommen. Eine immense Wut strahlte von ihr aus. Ich durfte sie nicht vorbeilassen. Valkyrn, Valarian, haltet Twilda zurück. Ezreal, Nevra, bringt Mary Ann in den Kerker. Valarian ging auf Marys Mutter zu und entwand sie meinen Arm. Valkyrn blockierte an meiner Stelle den Weg. Nachdem sie sich einige Minuten lang gegen die beiden Hünen, die ihr den Durchgang versperrten, zur Wehr gesetzt hatte, brach Twilda schluchzend zusammen. Vorsichtig trat ich zu ihr und legte ihr tröstend eine Hand auf die Schulter. Twilda, kommt mit uns. Gerechtigkeit. Ich verlange Gerechtigkeit für meinen Sohn. Ihre Stimme war brüchig, als steckte ihr die Trauer wie ein schmerzhafter Kloß im Hals. Arme Twilda. Ich konnte ihren Wunsch nach Gerechtigkeit nur zu gut nachvollziehen. Aber nicht, wenn dafür ein anderes Leben geopfert werden musste. Was? Warum denn nicht? Also ganz ehrlich, in bestimmten Fällen, gerade auch in Schwere der Anklage, bin ich tatsächlich für die Todesstrafe. Das ist jetzt für viele ein Schock, ja. Aber gerade in so einem Fall wie bei Mary Ann, die mehrere Kinder getötet hat, um sich selbst zu einer Superfairy weiterzuentwickeln, das ist einfach nur krank. Wie viele Leben hat sie genommen, um so zu werden, wie sie ist? Das ist einfach nur ein Monster für mich. Nichts mehr. Nichts weniger. Ein Monster. Ein Monster, das eigentlich seiner gerechten Strafe zugeführt werden sollte. Deswegen wäre ich da auf Twildas Seite. Naja. Lange kauerte sie so weinend auf der Erde. Dann richtete sie sich auf. Sie zitterte noch immer. Ich legte meine Arme um sie und Twilda sah mich an, die Augen von einem Hass erfüllt, der nicht mir galt, den sie jedoch nicht zurückhalten konnte. Ich hielt ihren Blick stand, während ich mit meinen eigenen Überzeugungen haderte. Sie zu töten ist keine Lösung. Das bringt euch Mary auch nicht zurück. Mag sein, aber wenigstens bekommt sie so, was sie verdient. Verzeiht,
Aber das kann ich euch nicht tun lassen. Macht euch nicht die Hände schmutzig, Twilda. Nichts kann das schreckliche Verbrechen sühnen, das Mary Ann begangen hat. Ihr müsst die Klügere sein. Valkyria, das kannst du nicht verstehen. Ach, weil ich noch nie jemand Wichtiges verloren habe? Valkyrian erstarrte. Stimmt, meine Familie ist noch am Leben. Aber ich werde sie niemals wiedersehen und sie haben keinerlei Erinnerung mehr an mich. Mit jedem Tag, der vergeht, bricht mein Herz bei dieser Vorstellung aufs Neue. Ist das etwa nicht genug? Valkyria. Alles, was ich sagen will, ist, dass man Gleiches nicht mit Gleichem vergelten kann. Gewiss, Mary Ann zu töten würde euch eine zeitlang Erleichterung verschaffen. Aber der Schmerz über Marys Tod wird dadurch nicht weniger. Und wie gesagt, ihr hättet dann das Blut dieser jungen Frau an euren Händen. Könnt ihr mit dieser Schuld wirklich leben? Ich will doch nur, dass sie für das bezahlt, was sie getan hat. Ihr Verbrechen darf nicht ungestraft bleiben. Die Lichtgarde wird Gerechtigkeit walten lassen, das verspreche ich euch. Überlasst das denen. Bei dem Versuch, mir zu antworten, musste Twilda mehrmals ihre Tränen wegblinzeln. Ich spürte, dass die Gefühle sie zunehmend übermannten. Plötzlich kippte sie hinten über und schlug mit einem dumpfen Knall auf den Boden auf. Sogleich war Valkyrian an ihrer Seite, um sich zu vergewissern, dass sie wohlauf war. Ich hingegen stand da wie erstarrt, unfähig, ihnen zu helfen. »Na los, sie muss sofort in die Krankenstation.« Valkyrians Stimme riss mich aus meiner Ohnmacht und ich folgte ihnen widerspruchslos. Oh Mann, ey. Was gibt's? Als der Krankenpfleger Röse, süß, Twildas bleiches Gesicht sah, erstarrte er vor Schreck. Legt sie aufs Bett. Valkyrian, hol mir Evelyn. Valkyria, hol die blau-goldene Schachtel aus dem Hinterzimmer. Valarian, tritt bitte zurück. Diese Schachtel hatte ich schon einmal gesehen, bei einer der seltenen Gelegenheiten, wenn ich in der Krankenstation ausgeholfen hatte. Als ich ins Vorderzimmer zurückkam, versuchte Röse gerade eine Mund-zu-Mund-Beatmung und eine Herzmassage bei Twilda, während Valarian verschiedene Zutaten in einer Schüssel verrührte. Ich konnte nicht erkennen, worum genau es sich dabei handelte. Das klappt nicht. Versuchen wir es mit dem Ritual. Ich hoffe nur, es ist noch nicht zu spät. Was soll das heißen? Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät. Der Krankenpfleger antwortete nicht, sondern öffnete stattdessen die mysteriöse, blau-goldene Schachtel und entnahm ihr 5 weiße, mit Elfenmotiven verzierte Steine, die er auf Twildas Brust zu einem Pentakel anordnete. Valarian brachte die Tinktur, die er eben vorbereitet hatte, und Röse träufelte sie über die Steine. Daraufhin wurden sie von einem rötlichen Schleier überzogen und rundherum begann die Luft zu knistern und zu blitzen. Ich nahm an, dass sich die Steine irgendwie energetisch aufluden, um dann ihre heilende Wirkung an Twilda abzugeben. Plötzlich verbanden Lichtstrahlen die einzelnen Steine zu einem Muster und drangen dann in den Körper der armen Frau. Dies war bei weitem das magischste Ritual, das ich in der Krankenstation je hatte miterleben dürfen. Ich war völlig gebannt. Auf einmal schnappte Marys Mutter nach Luft und schlug die Augen auf. Ich erschrak so heftig, dass mir ein Schrei der Überraschung entwich. Ein Moment später kam Evelyn herein und war sofort an Röses und Twildas Seite. Was ist passiert? Ihr Herz hat aufgehört zu schlagen. Ich habe das Seelenfänger-Ritual durchgeführt, genau wie du es mir beigebracht hast, und ich... Als er den Namen des mir völlig unbekannten Rituals erwähnte, spitzte ich neugierig die Ohren. Das hast du sehr gut gemacht. Evelyn untersuchte Twilda und Röse assistierte ihr. Würdest du uns bitte helfen, Valkyria? Dann lernst du gleich was. Natürlich. Jungs, könnt ihr bitte draußen warten? Evelyn bat mich, verschiedene Beruhigungstränke wie ein Kräfteelixier oder einen Fairy-Energietrunk zuzubereiten. Dieses Ritual wird angewandt, um ein Herz aufs Neue zum Schlagen zu bringen. Es funktioniert nur, wenn sich die Seele noch in der Nähe des Körpers befindet. Ah, ich verstehe. Ich wusste nicht, dass so etwas möglich ist.
Es wird nicht oft durchgeführt. Lebenssteine sind äußerst selten und müssen zudem mit Blutmondessenz aufgeladen sein. Außerdem ist dieses Leiden unter Feris nicht sehr verbreitet. Dieses Leiden? Twilda hatte einen sogenannten Herzriss. Ich glaube, in deiner Welt sagt man dazu Infarkt. Ja, mein Großvater ist vor einigen Jahren daran gestorben. Ach so, hättest du das nicht vorher sagen können? Du hast sie vorher doch allen möglichen Untersuchungen unterzogen. Oh, verstehe. Vermutlich waren all die Emotionen einfach zu viel für sie. Das hat bestimmt mit reingespielt. Ihr Gesundheitszustand hat sich in letzter Zeit drastisch verschlechtert. Jedenfalls vielen Dank, dass ihr sie hergebracht habt. Damit habt ihr ihr das Leben gerettet. Wir werden uns weiter um sie kümmern. Du kannst jetzt gehen. Viel Glück. Ich konnte es einfach nicht fassen. Twilda hatte einen Herzinfarkt gehabt. Nie hätte ich geglaubt, so etwas in Eldaria mal zu erleben. Es kam mir so irdisch vor. Als ich gerade die Treppe hinabsteigen wollte, spürte ich, wie Valkyrn mich am Handgelenk fasste. Überrascht blieb ich stehen und wandte mich um. Doch er ließ mich los, ohne etwas zu sagen. Was hatte er denn? Keine Ahnung, vielleicht weil du ihn vorhin ganz schön angepumpt hast, weil du deine Familie verloren hast, durch ihn eventuell. Er hat immer noch Schuldgefühle und so. Wenn ich dem Mörder meines Bruders gegenüberstünde, dann würde ich keine Sekunde zögern, ihn zu töten. Valkyrns Worte ließen mir das Blut in den Adern gefrieren. Ich wusste keine Antwort. Du hast gut daran getan, sie zur Vernunft zu bringen. Was sie will, ist weder gerecht noch richtig. Du gibst Ratschläge, die du selber nicht befolgst? Du widersprichst dir. Ich verstand Valkyrns Logik zwar nicht, wollte mich aber auch nicht auf eine langwierige Diskussion einlassen. Ich möchte seine Denkweise verstehen. Du sagst, dass du nicht zögern würdest, den Mörder deines Bruders zu töten. Aber dass ich Twilda abgeraten habe, findest du richtig? Ich habe nie behauptet, in dieser Sache vernünftig oder logisch zu handeln. Ich kenne mich einfach und weiß, dass ich mich nicht zurückhalten könnte, wenn der Moment käme. Dann hoffe ich, dass der Moment niemals kommt. Wenn der Moment jemals kommt, versprich mir, dass du innehältst und nachdenkst, bevor du einfach ein Leben auslöschst. Vielleicht wirst du ihn nie finden. Suchst du momentan nach ihm? Er soll darüber nachdenken. Ich kann lediglich versprechen, es zu versuchen. Okay. Leifton meinte vorhin, dass er auf der Suche nach Miiko sei. Wollen wir zu ihnen gehen? Gute Idee. Da seid ihr ja alle. Hat Twilda sich beruhigt? Arti und Olua waren ebenfalls anwesend. Vermutlich waren sie eben vom Schiff zurückgekehrt. Ja, wir haben sie auf die Krankenstation gebracht. Warum? Laut Evelyn hatte sie einen Herzriss. Oh Gott, geht es ihr gut? Im Moment schon. Evelyn kümmert sich um sie. Ihr seht alle ziemlich müde aus. Wir werden morgen Nachmittag eine ausführlichere Zusammenkunft einberufen. Gib mir nur eine kurze Zusammenfassung dessen, was geschehen ist. So kann ich mir schon mal überlegen, was ich morgen sagen werde. Instinktiv ergriff Leifton das Wort und schilderte Miiko alles, was sich auf der Insel ereignet hatte. Das Wiedersehen mit Azurel, Mary Anns Gefangennahme und die Kräfte, die ich entwickelt hatte. Jetzt verstehe ich auch besser, was hier passiert ist. Was meinst du? Während ihr fort wart, hat der Kristall mehrmals auf ungewöhnliche Weise aufgeleuchtet. Er erstrahlte in einem so hellen Blau, dass man hätte meinen können, dass das Orakel wieder erwacht. Ja. Den gleichen Eindruck hatte ich auf der Insel, oder zumindest habe ich eine Energie gespürt, die mir vertraut vorkam, wie die ihre. Seit wir Memoria verlassen haben, ist diese Energie jedoch verschwunden und ich kann auch keine Flammen mehr hervorbringen. Das ist äußerst eigenartig. Wir werden morgen eingehender darüber reden, wenn es dir recht ist. Ich habe diesbezüglich einige Fragen an dich. Außerdem müssen wir über Mary Anns Schicksal entscheiden. Das Volk könnte ihren Kopf verlangen.
Du willst einfach auf sie hören, ohne Alternativen abzuwägen? Ich versuchte, einen ruhigen Tonfall anzuschlagen, obwohl ich innerlich brodelte. Das steht außer Frage. Ihr könnt nicht einfach ein Leben beenden, nur weil die Öffentlichkeit Druck macht. Beim Gedanken an eine mögliche Exekution stockte mir der Atem. Ja. Nam, 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 nam. Mögliche Alternativen? Nein, diese Entscheidung ist in der Tat zu wichtig, als dass wir sie leichtfertig treffen könnten. Ich muss weiter darüber nachdenken und sämtliche Möglichkeiten in Betracht ziehen. In Ordnung. Ich weiß, dass du Mord unter keinen Umständen gutheißen kannst, Valkyria. Dennoch ist es eine Option, die wir in Betracht ziehen müssen. Wenn sich Mary Ann als unkontrollierbar und gefährlich für die Garde von El, ihre Mitglieder und die Bewohner des Refugiums erweisen sollte. Nun gut, dann sehe ich euch morgen. Behaltet das alles im Hinterkopf und wenn euch irgendetwas wieder einfällt, zögert nicht, es mir zu berichten. Gute Nacht euch allen. Ich steuerte auf den Ausgang zu. Leifton blieb zurück, um mit Miiko zu reden. Beim Gedanken an die vergangenen Ereignisse wurde mir ganz schwer ums Herz. Ausruhen ist eine gute Idee. Valarian, Olua und Ati wünschten uns gute Nacht und gingen dann zu Bett. Ich blieb mit Azrael, Nefra und Valkyrn auf dem Treppenabsatz vor dem Kristallsaal stehen. Was für eine Scheiße. Nefra. Ist doch wahr. Selbst wenn wir es geschafft haben, Mary Ann gefangen zu nehmen, was machen wir jetzt mit ihr? Wie Miiko schon sagte, etliche Leute werden ihren Kopf einfordern. Wie regeln wir das? Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren und gründlich nachdenken, statt vorschnell zu handeln. Und vor allem müssen wir zusammenhalten. Ich warf Valkyrn einen zärtlichen Blick zu. Er hatte mir mal wieder die Worte aus dem Mund genommen. Es machte mich glücklich zu sehen, wie sehr wir manchmal auf einer Wellenlänge sind. Geht's denn einigermaßen? Meinst du mich? Meinst du mich? Euch beide, ja. Es, das muss eine extrem traumatische Erfahrung für dich gewesen sein, von einem Gespenst aus deiner Vergangenheit als Geisel genommen zu werden. Und du, Valkyria, du erfährst ständig Neues über dich und deine Herkunft. Das hat dich doch bestimmt sehr aufgewühlt. Ich bedeutete Azrael mit einem Blick, dass er sich ruhig als Erster äußern durfte. Geht so. Mittel. Ich weiß noch nicht, wie ich mit der Sache umgehen soll und werde wahrscheinlich fremde Hilfe in Anspruch nehmen. So selten ich das auch sage, ich habe gerade keine Lust, allein zu sein. Oh. Azerils Geständnis kam für uns alle überraschend. Was genau meinte er mit fremde Hilfe in Anspruch nehmen? Behutsam gingen die Jungs auf ihn zu und schlossen ihn in die Arme. Im Anschluss wandte sich Valkyrn an mich. Was mich angeht, ich begreife noch immer nicht ganz, was ich getan habe oder wozu ich noch imstande wäre. Seit wir die Insel verlassen haben, spüre ich nichts mehr dergleichen. Ich weiß noch nicht, wie ich diese Kräfte beherrschen soll. Das verstehe ich. Du kannst jedenfalls immer zu mir kommen, wenn du in dieser schweren Zeit Hilfe brauchst. Ich bin für dich da. Das Gleiche gilt auch für mich. Dito. Danke, Jungs. Das ist echt lieb von euch. Fühlt sich gut an, so tolle Freunde zu haben. Du bist jetzt eine von uns? Valkyrn drückte mir einen sanften Kuss auf die Stirn. Nun gut, höchste Zeit ins Bett zu gehen. Ich kann nur für mich sprechen, aber ich bin völlig am Ende. Du hast recht, eine Mütze Schlaf wird uns nach dieser Aufregung mehr als gut tun. Definitiv. Gute Nacht. Ich streckte eine Hand nach Valkyrn aus und lud ihn ein, mich bis zu meinem Zimmer zu begleiten. Freudig ergriff er sie. Miau. Als wir mein Zimmer betraten, kamen Valkyrn und ich überein, dass eine Dusche jetzt keine schlechte Idee wäre. Eilig suchten wir ein paar Kleider zum Wechseln heraus und pilgerten dann zum heißen Wasser. Kurz darauf kehrten wir in mein Zimmer zurück. Och Mann, ich dachte, es gibt so ein heißes Duschfoto. Valkyrn und ich schlüpften unter die Decke und tauschten noch ein paar zärtliche Küsse aus. Die letzten Tage hatten uns beide erschöpft. Der Gardenführer schlief fast augenblicklich ein.
Im Gegensatz zu mir. Nachdem ich mich mehrere Stunden lang unter der Decke hin und her gewälzt hatte, konnte ich immer noch keinen Schlaf finden. Meine Gedanken überschlugen sich und wurden geplagt von den Erinnerungen an die vergangenen Tage. Mary Ann, Ezreal, meine Kräfte. Mein Kopf fühlte sich an, als müsste er platzen bei dem Versuch, all das zu begreifen. Ich beschloss, ein wenig frische Luft zu schnappen. Als ich mich aus dem Bett erhob, weckte ich unabsichtlich Valkyrn aus seinem Schlummer. Was machst du? Ich kann nicht schlafen. Ich wollte noch eine Runde drehen. Bedrückt dich irgendwas? Ich würde gerade lieber nicht darüber reden. Ja, ich bin einfach so überwältigt von allem, was geschehen ist. Ich brauchte eine ganze Weile, um eine Antwort zu finden. Ja. Willst du nicht darüber reden? Gib mir kurz Zeit, um wach zu werden. Dann begleite ich dich. Nicht nötig. Ich kann gut allein gehen. Ich komme mit. Keine Widerrede. Na gut. Er streckte sich ausgiebig. Dann zogen wir uns an. Aus würde mir besser gefallen. Entschuldigung. Wir laufen jetzt schon eine Weile im Kreis. Magst du dich irgendwo hinsetzen? Ich habe keine Lust mehr, im Kreis zu laufen. Genau das gleiche habe ich auch gerade gedacht. Wohin möchtest du denn? An den Strand. Gerne. Siehst du das? Das ist das Septon Triones. Man erkennt es an seiner besonderen Form. Es ähnelt einem Drachen. Kolaya streckte die Hand aus. Scheinbar deutete sie auf ein Sternbild. Jamonsi in Kochtopf! Mist, Kolaya und Jamon sind schon hier. Das ist mir noch nie aufgefallen. Aber jetzt, wo du es sagst, jetzt sehe ich nur noch das. Sollten wir sie besser allein lassen? Ja, denke ich auch. Gehen wir woanders hin. Gott, ist das eine merkwürdige Kombo. Hallo, Jamon und Kolaya. Wenn die beiden miteinander... Ich glaube, Kolaya ist dann ein bisschen Matsch. Okay, komm mit. Wie soll ich ihnen folgen? Ich weiß ja gar nicht, wohin. Ah, hier ist keiner. Setzt du dich zu mir? Ich ließ mich neben Valkyrn nieder. Als er spürte, dass ich vor Kälte fröstelte, schloss er mich in seine Arme und küsste mich zärtlich auf die Stirn. Deine Haut ist wirklich seidenweich. Das ist lieb. Vor allem ist es wahr. Also, erzählst du mir jetzt, was dich eben so aufgewühlt hat? Ich weiß nicht wieso, aber meine Kehle ist wie zugeschnürt. Ich möchte ihn nicht mit all meinen Problemen belasten. Es macht mir nichts aus, von deinen Sorgen zu hören. Das weißt du, oder? Liest er etwa meine Gedanken? Das ist nicht das erste Mal, dass er mir so die Worte aus dem Mund nimmt. Valkyria, du weißt, dass du mit mir reden kannst. Du kannst mit allem zu mir kommen. Ich schmiegte mich an seine Brust und presste ihn so fest an mich, wie ich nur konnte. Das ist kompliziert. Wenn du nur wüsstest, wie kompliziert es ist. Ich wage es mir kaum vorzustellen. Ich sehe ja, wie sehr es dir zusetzt. Ich kann nicht aufhören, über all die Dinge nachzugrübeln, die in den vergangenen Tagen passiert sind. Meine Gedanken sind ein einziges Wirrwarr und ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Das verstehe ich. Es ist ja auch eine extrem schwierige Situation. Aber was Mary Ann betrifft, werden wir morgen bei der Versammlung mit Miiko Antworten erhalten. Mir fiel wieder ein, was er mir über den Mord an seinem Bruder erzählt hatte, und eine bedrückende Stille machte sich zwischen uns breit. Ich hoffe, dass Miiko sich gegen eine Exekution entscheidet. Ach ja? Ich hatte den Eindruck, du wärst eher dafür. Ehrlich gesagt habe ich gerade keine Lust, darüber zu reden, Valkyrn. Blöde Kuh. Entschuldigung. Ich habe viel nachgedacht. Ich will dich nicht durch meine Worte oder Taten verletzen. Wenn ich dem Mörder meines Bruders je begegne, dann... werde ich versuchen, ihn nicht zu töten. Und stattdessen der Gerechtigkeit, an die du glaubst, eine Chance zu geben. Ist das wahr?
das würdest du für mich tun? Du bist nicht verpflichtet, das zu tun, Valkyrn. Ich will dir meine Meinung nicht aufzwingen. Ich würde alles tun, was du dir wünschst. Ich fiel ihm um den Hals und küsste ihn. So etwas hatte noch nie jemand zu mir gesagt. Hattest du denn Gelegenheit, dich mit Ezreal auszusprechen? Ja, er hat sich bei mir entschuldigt, bevor wir Memoria verlassen haben. Hast du seine Entschuldigung akzeptiert? Natürlich. Ich konnte nur schwer wütend auf ihn bleiben, nach allem, was passiert war. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Einigkeit die mächtigste aller Waffen ist. Nicht die Liebe. Oh, oh Gott, ist das Zucker! Und das gleich am Anfang. Er küsste mich, ehe ich auf seine Albernheit eingehen konnte, löste sich dann wieder von meinen Lippen und begann zu lachen. Ich kann nicht glauben, dass ich das gesagt habe. Tut mir leid. Das war mehr als albern. Valkyrn, hör auf, meine Gedanken zu lesen. Wie bitte? Das ist nicht das erste Mal, dass ich etwas denke und du es eine Sekunde später aussprichst. Das ist gruselig. So ist Vito aber tatsächlich auch. Beziehungsweise bei ihm ist es noch gruseliger, weil wir wirklich Sachen zeitgleich aussprechen. Naja, aber das habe ich mit meiner besten Freundin auch. Meinst du? Ich würde sagen, das ist ein gutes Zeichen. Ach ja? Wieso das? Naja, das bedeutet doch, dass wir auf derselben Wellenlänge sind. Findest du nicht? Valkyrn. Seine Sicht der Dinge brachte mich aus der Fassung. Damit hätte ich nie gerechnet. Womöglich geht es nur mir so, aber ich habe das Gefühl, dass wir uns immer besser verstehen. Ich fühle mich dir nahe. So nah habe ich mich noch nie jemandem gefühlt. Vielleicht spinne ich auch. Absolut nicht, Valkyrn. Wenn du wüsstest, wie froh ich bin, dass du mir das anvertraust. Du warst so verschlossen, als ich dich kennenlernte. Ich bin wirklich froh zu sehen, dass du dich in meiner Gesellschaft so wohl fühlst. Das ist... Ich fühle mich geehrt. Geehrt? Ist das nicht etwas übertrieben? Das ist ehrlich, was ich denke. Dass du mir so vertraust, ist etwas ganz Wertvolles für mich. Ich weiß gar nicht, ob ich das verdiene. Oh ja, wenn wir so an den Anfang denken. Ich meine, er hat fast gar nicht mit uns gesprochen. Du lässt mich echt schwach werden. Valkyrn packte mich und küsste mich stürmisch. Es fiel mir noch immer schwer zu glauben, dass wir eine so wundervolle Liebesgeschichte erlebten. Ohne Lügen, ohne Hindernisse. Ich hoffte, dass unser Paradies für immer unberührt blieb. Und du sollst wissen, ganz gleich, was auch mit dir geschieht, oder wozu dich deine neuen Kräfte machen. Ich werde bei dir bleiben. Ich gehe nicht weg. Oh, Valkyrn. Habe ich etwa schon wieder deine Gedanken gelesen? Statt einer Antwort stahl ich mir einen Kuss. Er sprach einfach zu jedem Moment aus, was ich dachte. Er machte mich verrückt. Wenn du sonst nichts auf dem Herzen hast, sollten wir wieder reingehen. Ich spüre, wie du zitterst, und ich möchte der Einzige sein, der solche Reaktionen bei dir hervorruft. Okay, wir gehen also rein. Wir gehen wieder zu Bett und ich glaube, ich weiß auch schon ganz genau, was passiert. Aber ich denke mal, dass wir diesen Part dann morgen beginnen sollten. Denn ich muss noch ein bisschen vorproduzieren. Und wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, gerade bei der Stimme von Evelyn, ich kriege das mit dem Verstellen gerade nicht mehr so gut hin. Ich muss mich gleich wieder ein bisschen aufs Sofa setzen, ein bisschen Honig essen, damit die Stimme wieder flutscht. Und ich wieder ein bisschen verstellen kann. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Eldaria, der Ruf Memorias. Und dann gehen wir zusammen mit Valkyrn zu Bett. Und ich glaube, wir wissen alle, was dann passieren wird. Ich hoffe es zumindest. Und ich hoffe, dass das Spiel mich dann nicht wieder enttäuscht. Insofern wünsche ich euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Ganze hier anschaut. Bis morgen dann. Schnitzelmama over and out.